Ja, hallo zu einem weiteren Video unserer Reihe Interviews. Heute hatte ich das große Vergnügen, Christoph Meyer der Kanzlei SKW Schwarz, einer der 50 größten Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland, sprechen zu können. Unser Thema war das Thema Unternehmervollmachten. Nicht erst seit dem tragischen Unfall von Michael Schumacher sollte jedem bewusst sein, wie schnell sich Dinge ändern können. Aber über 85% aller Unternehmen in Deutschland und Familien haben dieses Thema für sich nicht geregelt. Warum das fatal sein kann und wie man das ganz einfach und leicht lösen kann, das erfährst du in unserem Gespräch. Also viel Spaß. Mal ganz von vorne an, damit die Leute so ein bisschen, wenn wir das zusammenfassen, nochmal auch nachvollziehen können. Also die meisten Menschen da draußen, die ich treffe, sagen halt, okay, ich bin verheiratet und meine Frau kann das regeln. Jetzt sagen sie, eine Unternehmervollmacht ist wichtig. Erstmal, braucht es wirklich jedes Unternehmen so eine Vollmacht aus Ihrer Sicht? Zwingend? Jedes Unternehmen braucht eine Vertretungsregelung für den Fall der Verhinderung des Unternehmensleiters, des Chefs. Okay. Ja? Und wenn ich keine Regelung getroffen habe, indem ich zum Beispiel einen Prokuristen bestellt habe oder einen Gesellschaftsvertrag schon Vorsorge dafür getroffen ist, was bei den überwiegenden Fällen eben nicht ist, dann muss ich eine explizite Regelung treffen und für meine Verhinderung vorsorgen, sonst habe ich ein Problem. Das heißt also, die meisten Menschen denken ja, sagen wir mal, ich habe eine GmbH gemacht mit meinem Bruder zusammen. Ein normaler Weg ist ja, ich gehe zum Steuerberater, der Steuerberater kennt einen Notar, die setzen das alles auf. Jetzt bin ich ein ganz normaler Handwerker, ein Metzger, ein Schreiner, was weiß ich, bin jetzt nicht im Tagesgeschäft in so einem Thema. Die machen einen ganz normalen GmbH-Vertrag. Die meisten glauben ja, das ist automatisch darin geregelt. Jetzt höre ich aber aus ihren Zeilen raus, nee, es ist nicht automatisch geregelt immer. Nein, oder man sollte zumindest nachgucken. Es ist nicht automatisch. Okay. Sie haben dann vielleicht im GmbH-Vertrag zwei Geschäftsführer, die beiden Brüder, die es machen, 50-50 an der GmbH beteiligt sind. Aber sie haben keine Vertretung auf der Gesellschafterebene. Sie haben dann nur die Vertretung der GmbH sichergestellt. Okay. Sie haben aber nicht sichergestellt die Vertretung des Gesellschafters. Die müssen Sie gesondert regeln. Die ist im GmbH-Vertrag in aller Regel nicht drin. Also das heißt, Bilanzen, Steuererklärung, alles, was die Gesellschafter gemeinsam regeln müssen, geht dann ohne Vollmacht des anderen nicht. Genau, Sie können keine Gesellschaftsbeschlüsse fassen, der klassischen Transaktion, weil Sie Mehrheitsbeschlüsse brauchen. Wenn Sie nur zwei Gesellschafter haben, hat der alleine in aller Regel keine Mehrheit und kann deswegen keine Beschlüsse fassen. Sprich, kann Mehrheitsbeschlüsse feststellen, Bilanzen, Ausschüttung, geht alles nicht. Okay. Und das heißt, wenn ich jetzt allein Geschäftsführer bin, dann ist ja immer so der Glaube da draußen, so umgangssprachlich, naja, ich habe eine Ehefrau, bin verheiratet, Zugewinngemeinschaft, vielleicht mal sogar einen Ehevertrag, dann kann die das ja für mich machen, weil die holt ja auch meine Post ab oder was weiß ich. Die regelt alles im Büro. Großartig, Glaube Nummer 2, die Ehe gehört nicht zum gesetzlichen Vertretungsfeier, es ist alle Ehe. Das ist jeden Tag, das bleibt alles strikt getrennt. Der gesetzliche Güterstand ist faktisch eine Untertrennung mit einem Wertausgleich im Falle Scheiterns der Ehe. Aber keine Vermischung der Rechtsbeziehungen der Ehegatten. Okay. Heißt, das Adekt, bin ich krank, kann meine Frau mich ohne gesonderte Vollmacht nicht vertreten. Weder als Gesellschafter noch sonst irgendwo. Also Gütertrennung heißt auch wirklich getrennt, auf gut Deutsch, ja, damit man das als Nicht-Jurist versteht. Was ist denn dann, wenn ich so eine Firma habe, die so eine Zugangsbeschränkung hat? Ich bin jetzt ein Apotheker oder ich habe Meisterzwang in der Firma, ich bin der einzige Meister. Kommt jetzt gerade so die Frage, wird dann noch schwieriger, stelle ich mir vor. Richtig, wenn Sie einen qualifizierten Betrieb haben, der einen qualifizierten Betrieb weiter erfordert, dann müssen wir nicht nur jemanden finden, den Sie vertrauen, sondern auch jemanden, der das von der Qualifikation darf. Und jedenfalls müssen wir unterscheiden zwischen der operativen Betriebsleitung, nehmen wir zum Beispiel Schreinerbetriebe, und Handwerker, der weiß das vor. Ja? Der muss ja nur jemanden haben, der das operative Schreinergeschäft macht, und letztendlich zwingend der gleiche, der auch seine Gesellschaft hat. Ja, die meisten entscheiden sich aber, was überspricht, dass sie sagen, okay, ich habe einen Meisterbetrieb angestellt, der kann jetzt den berufliche Betrieb leiten, aber der soll natürlich über meine Gesellschaftsanteile verfügen, die verkaufen, beleihen, bedachten, das soll man schon meine Frau regeln. Ja, der dann unheimlich oft auch im Betrieb eingebunden ist und man jetzt Buchführung macht, Katze, sonst irgendwas. Ja, dass man da dann wirklich eine zweigleisige Vollmacht erteilt, um dann auch ein gewisses Maß an Sicherheit zu haben. Also ich trenne dann zwischen der operativen und dem, was wirklich den Wert des Unternehmens ausmacht. Genau. Genau.
Und das heißt, wenn ich so ein Unternehmen jetzt, der Fall Michael Schumacher ist jetzt, ohne damit Werbung zu machen, aber ist ja jedem jetzt sehr bewusst, es passiert tausendmal in Deutschland jeden Tag, wollen die Menschen alle nicht wahrhaben. Aber das heißt dann, so ein Unternehmen liegt da, der Unternehmer ist jetzt, hat einen Schlaganfall, kann nichts mehr machen und ich darf es ja als Ehegatte gar nicht veräußern. Es wird einfach dann, kann ich nicht, also wird weniger wert. Kann wird ich. Weniger wert, das operative Geschäft, wenn ich keine Vertriebsverhältnisse gegeben habe, geht zurück. Wenn das operative Geschäft zurückgeht, geht natürlich der Umsatz zurück. Der Wert des Unternehmens bemisst sich eigentlich immer nach einem Vielfachen des Umsatzes zurück. Wenn die Warenware wieder zurückgeht, wird das Unternehmen überhaupt weniger wert. Okay. Bis hin zur unverwendlichen Betriebsaufgabe, da kriegen gar nichts mehr. Heißt also zusammengefasst, wenn ich eine GmbH habe, sollte ich es prüfen lassen, ob es drinsteckt. Wenn ich weiß, dass ich keine Vollmacht habe, ja, was ist Ihre Dienstleistung? Hört sich jetzt sehr kompliziert an. Wie kann man mit Ihnen zusammenkommen? Was kann ich als Unternehmer tun, wenn ich sage, ja, habe ich jetzt verstanden, ist ein wichtiges Thema, möchte ich mal mit einem Profi drüber reden? Weil meine Erfahrung ist auch, im Netz einen Profi finden ist schwer zu dem Thema. Kommt da noch dazu. Im Netz ist relativ schwierig, noch schwieriger als ohne Netz. Aber es geht letztlich, das Ganze ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Weil wir führen üblicherweise, wenn Leute mit uns in Kontakt treten, sagen, Mensch, ich möchte irgendwie die Vollmachtssituation mal klären lassen. Dann ist das Erste, was wir machen, uns die Vertretungsverhältnisse anzugucken. Okay. Ja? Und wenn im Rahmen dieser Prüfung dann feststeht, naja, das ist eigentlich gar nicht der Fall, die haben Prokuristen bestellt und die Ehefrau hat sowieso irgendwie eine Vollmacht, schon eine private Vorsorgevollmacht, Bankvollmacht, dann würden wir an der Stelle auch die Beratung abbrechen und würden dann dem Kunden das auch sagen oder dem Mandanten sagen, tut mir leid, oder das heißt, tut mir leid, ist der falsche Ausdruck, die sind gut aufgestellt, passt alles, Erstberatung, abgerechnet am RVG, damit die Leute auch nicht da, wer weiß, wie viel Geld bezahlen, kann man direkt auch abbrechen und gut gewesen. Wenn wir feststellen, dass eine Lücke da ist, was zu in den meisten Fällen gegeben ist, dann würden wir gemeinsam in dem Gespräch überlegen, wie kann man es lösen, was sind die Zielvorstellungen, wollen Sie eine Person haben, die die Gesellschaftsebene und die operative Ebene abbildet, dann gibt es auch, oder wollen Sie Ehefrau und Bruder, was ist das, Schreinermeister, sonst irgendwas, das ist dann die zweite Ebene. Und dort haben wir festgestellt, klare Vorstellungen davon, was wir möchten. Und dann setzen wir das um, gießen das in eine entsprechende Vollmacht, schicken den Leuten die Vollmacht im Entwurf zu. Dann sagen die ihnen, ob ihnen das so gestellt, ob alles berücksichtigt haben, so ein Qualitätscheck sozusagen. Und wenn alles passt, wird die Vollmacht ausgefertigt und dann funktioniert es. Und alle 2-3 Jahre fragen wir nochmal nach, ob das denn alles auch noch passt. Weil es kann ja sein, dass man, was ich weiß, den Schwager bevollmächtigt hat, der dann irgendwann gar nicht mehr Schwager ist. Oder die Ehefrau, die dann nicht mehr Ehefrau ist. Es ist ja sinnvoll, die Vollmacht abzulegen. Okay, das wäre... Also hört sich für mich jetzt relativ unkompliziert an. Erstes Thema, ich kann mir eine relativ günstige Erstberatung holen für gutes Gefühl. Ja? Ja. Und das zweite Thema ist, ich kann bundesweit mit Ihnen in Kontakt treten, egal wo ich sitze. Sie sitzen jetzt in München, wir sitzen hier in Mainz und Sie erledigen das halt per Videokonferenz, Telefonkonferenz auf so einer Ebene. Ich muss also jetzt nicht persönlich nach München kommen. Nein. Niemand muss reisen, natürlich kann jeder, wir haben ja 5 Standorte, München, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Wien. Natürlich, wenn ihr das könnt, kann man das nicht mehr ganz sagen, aber zeigt natürlich auch das Telefon, das Ganze, wie man das gehört, ist da kennen. Und niemand muss jetzt in die große Reisen auf sich nehmen. Wir haben das extra versucht, so einfach wie möglich zu beschreiben als Produkt, um es eben auch zu einem milden Preis an, günstigen Preis anbieten zu können. Denn das Problem ist ja, entweder finden Sie einen Anwalt, der es nicht kann, dann haben Sie ein Problem. Dann ist es vielleicht billig, aber es taugt nichts. Ja. Oder Sie gehen zu einer großen Wirtschaftskanzlei, die können das, dann wird es aber relativ teuer. Ja. Ja, dann bin ich wieder beim Thema, da hat man eine gewisse Schwellenangst. Deswegen haben wir gesagt, es muss von vornherein verlässlich sein, nachvollziehbares Preisgefüge haben und auch nicht hinten raus nochmal eine Überraschung, dass wir sagen, naja, jetzt haben wir doch irgendwie noch ein extra Paket mit Schleifchen und Sternchen, deswegen kostet es ja leider irgendwie das Vierfache. Das soll nicht sein. Sondern die Leute sollen vorher wissen, erst Gespräch kostet, wenn es über die deutsche Vorsorgedatenbank buchen, 99 Euro. Dann gibt es einen kompletten Check-up der aktuellen Situation und Erstellung der Vollmacht kostet
auch einen festen Preis inklusive Mehrwertsteuer. Super. Muss steuerlich absetzen. Ist gut. Jetzt hatten Sie im Vorgespräch gesagt, viele glauben, naja, so viel gibt's nicht. Also so Stammtisch hast du es, sagen alle, nö, habe ich nicht. Also 80% der Unternehmen haben es irgendwie nicht, haben Sie mir vorhin mal erzählt. 85% haben es nicht. Heißt aber auch nicht, weil es alle nicht haben, brauche ich es nicht. Ne? Also ist insofern schon ratsam, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Einen großen Irrglauben, dass man es nicht braucht. Wenn die Fragen, die entstehen, wenn der Fall eintritt, sind sehr komplex. Ja, ich frage Sie dann, wer darf jetzt den Mietvertrag für die Firma verlängern? Wer darf den Leasingvertrag für den Sprinter verlängern? Wer macht die Steuererklärung? Wer stellt Mitarbeiter ein? Kündigt Mitarbeiter? Das sind Fragen, die sich relativ schnell stellen, wenn jemand über mehrere Wochen ausfällt. Und wir kennen aus der Praxis genug Fälle, wo wir dann hinterher nur noch die Firma zusammenkehren können und fragen uns immer, warum haben die Leute nicht vorher dran gedacht? Und wenn man mit den Ehefrauen oder den Angehörigen spricht, sagt doch hier, wenn ich das gewusst hätte, dass man das Problem für ein paar hundert Euro umgehen kann, hätte ich es natürlich sofort gemacht. Ja? Klar. Alle Leute verdrängen das relativ erfolgreich, dass sie an der Stelle was tun müssen. Okay. Das heißt, wir werden ein Webinar anbieten. Sie bieten auch Webinare zu dem Thema an. Die werden wir verlinken, dass wir da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und vor allen Dingen ein bisschen mehr Informationen. Ja, ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und du hast für dich viele Informationen rausziehen können. Wenn du ein bisschen mehr zu dem Thema erfahren möchtest, dann besuch doch ganz einfach unser Webinar. Solltest du Fragen haben, schreib mir eine E-Mail und sollten wir einen Kontakt zu Herrn Meyer herstellen, schreib mir ebenfalls eine E-Mail. Wenn du kein Video verpassen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Also, bis bald!